Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Escapist 2. Wir gehen zur Arbeit. Ja, okay, kleiner Lag. Aber alles gut. Wir gehen zur Arbeit und wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir entweder eine Schaufel bekommen oder einen Seitenschneider. So. Mal gucken, ob wir Glück haben. Wie gesagt, ich will eine Verbindung herstellen zwischen dem Untergrund und dem Obergrund. Den nenne ich jetzt einfach mal so Obergrund, weil ich Obermeier bin. Nein, der Oberfuzzi. Obermeier ist der von GameStar. Klebeband. Klebeband. Oh Gott. Dass jedes Mal die Tipps eingeblendet werden. Kann man die ausstellen, sag mal? Kann man die ausstellen? Nö. Ich will keine Tipps. Ja, gut, ziehen wir weiter durch. So, mittlerweile können wir das Geld auch benutzen, um andere Gegenstände zu kaufen von anderen Spielern, wollte ich schon sagen, von anderen NPCs, von euch. Da müssen wir nur gucken, dass wir alles zusammenkriegen, was wir wollen. Das ist meins, ne? Gut, wir haben auf jeden Fall ganz viele Schraubenzieher. Wir haben Nunchucks zum Kämpfen, die ich behalten möchte. Dankeschön. Und die Erde spülen wir mal runter. Warum? Okay, hier hat es funktioniert. Ja, scheiße. Ich hoffe, die durchsuchen nicht gleichzeitig meinen Schrank, sonst bin ich am Le Arsch. Und das wollen wir alle nicht. So, ich war da. Und tschüss. Gut, wir bräuchten noch irgendwo zwei Feilen oder irgendwas, womit wir eine Schaufel herstellen können. Also, wir brauchen Holz und wir brauchen ein Metallblech. Ich war schon in der Dusche. Ich darf jetzt hier sein. Oh nein, er hat's gesehen. Okay, er guckt nur in die Toilette. Er guckt nur in die Toilette. Alles ist gut. Jetzt kriege ich ganz viel Klebeband. Ich will aber kein Klebeband mehr. Schaden repariert. Sehr schön. Ich habe zwar einen Stern bekommen, aber naja. Klebeband. Ich meine, ich freue mich natürlich über das Klebeband, aber das bringt mich irgendwie nicht voran. Abendbrotzeit, da werden wir gleich hingehen. Ich dachte, Schaden ist beseitigt. Irgendein anderer Schaden. Irgendein anderer Schaden. Nein. Please not. Welcher andere Schaden war das? Welcher andere Schaden kann das gewesen sein? Mein Loch ist immer noch da. Das ist auch immer noch da. Und, achso. Welcher andere Schaden wurde beseitigt? Oder war das doch darauf bezogen, dass er jetzt losgeht und den Schaden beseitigt? Kannst du auch haben und die Maus ist im Bild. Sieh schon. So, wir haben Freizeit, das bringt uns aber allerdings gar nichts. Wir können allerdings den illegalen Beutel herstellen, ne? Schmuggelware Beutel. So, kleiner Test. Okay. Test bestanden, allerdings haben wir jetzt natürlich 40% verloren, aber naja. Hätte ich dezimieren können, das Ganze. Geht der Schmuggelwarenbeutel auch runter, wenn ich ohne irgendwas. Kannst du sie da vorne packen? Ja. Gut. Jetzt haben wir einen kompletten Schmuggelbeutel verschwendet, um zu testen, ob das funktioniert. Egal. Wir legen ihn erstmal rein und dann gucken wir mal, ob wir damit irgendwas anfangen können. Dann Chucks hätte ich gerne.
Gut. Wie sieht es mit unseren Quests aus? An die Waffen. Finde Nunchucks für Mr. Grün. Ja gut, geben wir sie ihm. Nein, kann ich nicht. Will ich nicht. Das sind meine. Gefesselt. Verprügle und kneble Doomritter. Dafür brauche ich auch ein Seil. Wo kriege ich Metallbleche her? Bei welchem Job? Hier könnte ich Holz ohne Ende farmen. Das Problem ist, da ist eine Überwachungskamera drin, ne? Das mit der Überwachungskamera ist echt kacke. Üben wir mal ein bisschen Intelligenz. Wollte ja mindestens auf 80 gehen, weil auf 80 können wir alles herstellen, was wir wollen. Also gut, wir haben Klebeband ohne Ende, das bringt uns allerdings herzlich wenig. Wenn wir nicht irgendwie Holz oder so haben. Und wenn ich ein Loch da reinbuddel, wird die Kamera das sofort aufnehmen. Wir könnten uns einen grünen Schlüssel herstellen und damit da reingehen, ja. Frage ist, wer hat einen grünen Schlüssel? Und draußen können wir auch keinen zusammenschlagen wegen den Snipern. Da kriegen wir kein Metallblech her, ne? Küche. In der Küche ist zumindest keine Kamera. Zum Appell gehen wir gleich. Auch nichts drin. Gar nicht mehr so einfach hier durchzukommen. Ohne es kompliziert zu machen, dass wir irgendwie Attrappen erstellen müssen oder so. Auch nichts! Ihr quält mich heute. Ich glaube, eines der größten Probleme ist, dass die Handwerker überall sind. Also wir können bei den Handwerkern natürlich nichts machen, weil die sofort reparieren werden. Nehme ich mal an. Ich weiß nicht, ob das so sein muss, dass zuerst die Wärter das sehen müssen und dann wird es repariert oder ob es sofort repariert wird. Kerina und Doomritter. Gut, wenn wir morgen ein Seil finden, folgende Reihenfolge. Doomritter knebeln, Nunchucks abgeben und Keks freuen. Ich muss immer noch irgendwie... Pass auf, wir haben ja jetzt Zeit, drüber nachzudenken. Das ist so immer die chillige Zeit, wo man über alles nachdenken kann. Und das werden wir jetzt mal nutzen. Aber erstmal gehen wir hier reingucken. Gute Folie brauchen wir bestimmt nochmal. Ins Klo packen wir die Folie rein. Hey, es darf nicht liegen bleiben. WTF? Egal. Wir müssen drüber nachdenken, wie wir da hier hinten hinkommen. Wie gesagt, da ist der Lüftungsschacht, aber müssen wir erstmal zum Lüftungsschacht kommen. Das ist hier die Problematik. Wir sind derzeit nur in diesem Lüftungsschacht hier und das bringt uns eigentlich gar nichts. Wir können in die Küche einsteigen, ja. Wir können hier einsteigen, aber da kriege ich nur Handschuhe her. Und wir können in diesen Raum einsteigen, der quasi unsere Zentrale sein wird. Von da aus können wir alles leiten, können dann hier lang gehen, hier, und dann sind wir in der zweiten Etage. Oder in der zweiten Etage müssen wir... Ne, da können wir nicht. Wir könnten theoretisch in diesen Lüftungsschacht rein, ja, aber das sind diese lilanen Türen, da können wir nachts nicht hin. Nur tagsüber. Nur tagsüber. Tagsüber. Aber tagsüber da durchzugehen, ist der reinste Wahnsinn, Leute. Das ist der reinste Wahnsinn. Wir brauchen irgendwo einen anderen Raum. Diesen Raum. Hier können wir durchkommen. Dann dahin gehen. Wir kommen easy. Wenn wir in der zweiten Etage sind, ne? Das ist auch eine lila Tür. Ich muss mich hier durchbuddeln. Ich brauche eine Spitzhacke.
Und dann gehe ich hier durch, pack dann eine falsche Mauer hin, kann dann jederzeit, wann ich will, hier runtergehen in die erste Etage. Nein. Nein. Kann ich nicht. Ups. Kann ich eben nicht. Weil wenn ich hier runtergehe, bin ich hier draußen. Aber ich muss hier rein. Ich muss mich als Wachmann hier reinschleichen, um diese Sachen mitzunehmen. Ich könnte den Untergrund benutzen, um hier zu landen, ja. Das ist das Einzige, was ich sehen kann. Ich kann hier landen, mich durch die Wand bohren und dann bin ich draußen. Dann wäre ich in diesem Bereich. Brauche ich einen roten Schlüssel, gehe hier rein als Wachmann. Ich komme von hier aus, kann ich dahin? Dann wäre ich schon mal hier, kann die hochgehen in die zweite Etage. Ah, ich gehe erstmal schlafen. Das, Gott, das ist viel Nachdenkerei hier. Halte ich nicht durch. Wir müssen das gucken. Wir müssen das spontan gucken. Also es geht nicht anders. Aber wir haben jetzt schon mal einen besseren Überblick über das Gefängnis und man sieht schon, es hilft ein bisschen, sich da ein bisschen auszukennen. Und wir müssen das halt nur noch für uns so hinkriegen, dass es passt. Fakt ist, ich brauche definitiv noch eine zweite Leiter. Da kommen wir nicht drüber hinweg. Ich brauche ein Seil. Ein Zimmer schaffe ich doch, ein Zimmer schaffe ich doch. Da muss ich aber schnell zum Appell. Immerhin Holz. Immerhin Holz. Wir kommen der Sache näher. Immer ein Stück. Kiri und Nugget. Ich bin fein aus dem Schneider. Nice Sache. Okay, wir werden uns in Richtung Norden buddeln. Wir brauchen diese Sachen. Das ist mein persönlicher Auftrag, diese Sachen zu holen, Freunde. Ohne diese Sachen werde ich dieses Gefängnis nicht verlassen. Oh Gott, ich muss hier schnell mich beeilen. Ich weiß nicht. So, ich hab dir geholfen. Ach, ich habe noch ein Metallblech gehabt. Aber ich hatte noch kein Holz. So, bauen wir uns eine Schaufel, würde ich sagen. Seit wann brauche ich das? Ich brauche noch eine Feile. Oh, ich verpasse Frühstück. Ist halt so. Ist halt so. Gebe ich jetzt einen Scheiß drauf. Ganz ehrlich, gebe ich einen Scheiß drauf. Ich werde gleich auf jeden Fall einen Schraubenzieher nehmen und dann werden wir mal ein paar Lüftungen sabotieren und gucken, was passiert. Kamm. Endlich. Ich habe einen Kamm, Freunde. Ein Kamm. Noch ein Stück Holz. So, was brauche ich für das, was ich vorhatte? Besucherset wollte ich machen.
Die Zahnseide. Mir fehlt nur noch die Zahnseide. Dann kann ich ein Besucherset machen. Ja. So, den Kamm kann ich auch nie liegen lassen. Ich hatte schon Kamm. Ich muss hier ein bisschen Ordnung schaffen, ey. Das geht gar nicht. Ha. So, Arbeitszeit. Sehr guter Punkt, den ich jetzt machen möchte. Denn ich möchte so langsam... Ich habe was vergessen mitzunehmen, ne? Ich möchte so langsam etwas Neues einleiten. Und zwar, wenn wir diese Kommandozentrale haben, ich bin zu laut, ne? Sorry. Wenn wir diese Kommandozentrale haben, können wir all unseren illegalen Stuff dort lagern, ohne dass es jemand sieht. Und das wäre mir schon wichtig. Zu voll. Aber ich brauche das jetzt. So. Arbeitszeit ist aber gleich nicht vorbei, oder? Ich dachte, Arbeitszeit wäre 2 Stunden gewesen. Burrito Pandora, geh einfach weg. Ach stimmt, ich hatte ja noch meine Pfeile hier. Kann ich das nicht auseinanderschrauben? Und die Pfeile hatte auch 10%, ne? Mist. Kann auch gerade nicht zum Sport gehen. Für den Seitenschneider, für den verbesserten Seitenschneider brauchen wir eine Pfeile. Ich kann gerade nicht zum Sport, weil mein Inventar vollgepackt ist. Sollte ein bisschen was in den Lüftungsschacht packen. Genau deswegen. Naja, jetzt haben wir erstmal Freizeit. Jetzt können wir erstmal sabotieren, wie wir lustig sind. So nutzen wir das hier erstmal als unsere billige Einsatzzentrale. Hier kann erstmal alles liegen, was liegen will. Ich nehme den Schraubendreher mit, werde ihn auch nutzen. Und zwar... Toll. Und zwar werde ich jetzt ein paar Punkte sabotieren, einfach nur um zu gucken, wo wird etwas repariert. Oh, fast wäre ich durchgelaufen. So close. Okay. Ich bin nicht irre, ich bin ein bunter Hund. Okay, noch ist nichts aufgedeckt worden. Taste drücken. Ja, hier brauche ich den roten Schlüssel. Und da will ich ja gar nicht rein. Das ist ein Knopf. So, wo sind denn die anderen Lager, Lager, Lager? Wäre, wir müssen da oben hin. Okay. Und schlag den Brutalo. Die anderen Sachen, die sind... Ach so, die sind da unter mir. Oh. Okay. Mittagszeit! Ich komme gleich. Ich muss so ein bisschen sabotieren. Der ist eilig. Aber wir wissen, offensichtlich läuft da einer lang. Also es ist keine gute Idee, da irgendwas zu machen. Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Oh.
Man kann hier überall hin, ohne durch die Teile zu gehen. Natürlich muss man eine Verlängerung in Kauf nehmen, aber ist mir egal. Dieser Raum sieht auch ziemlich gut aus. Werde ich es zum Mittag schaffen? Ich glaube nicht. 4 Sekunden. 3, 2, 1. Ich komme zu spät. Ah, so close. Naja, gut, 1,5 Sterne. Ist mir ehrlich gesagt egal. Wichtig ist, dass ich gucken kann, wo alles mein Schaden aufgedeckt werden kann. Sag mir, was er getan hat. Nichts. Okay. Bin ich immer gespannt. Ich guck mir mal kurz an, was für Jobs wir haben. Ich brauche Metall. Abfallbeseitigung, Schusterei, Tischlerei, Malerei ist frei. Ich will nicht malern. Obwohl ich mir da Leitern bauen kann ohne Ende, ne? Nugget und Deadline. Na gut, wir werden uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir, jetzt muss ich einmal rumlaufen, deswegen, ne? Dass wir die Tische hier auseinandernehmen, die wir hier noch haben. Komm schon, gib mir eine Feile. Ich hatte Momente, wo ich nur Feilen bekommen habe. Nur Feilen. Ach, der Schaden wird gar nicht entdeckt. Der Schaden wird nur entdeckt, wenn ich dabei erwischt werde. De facto ist aber, ich müsste hier eine Attrappe aufbauen. Was? Ich bin nicht schnell genug! Shit, 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 ich muss schneller als die sein. Kommt doch gerade keiner irgendwie, oder? Wollt ihr nicht meinen Pult durchsuchen? Ja, ich gehe ja schon arbeiten. Nein, nein! Ich glaube, ein Schaden wurde gesehen, oder? Ist das möglich? Irgendein Schaden wurde gesehen. Hä? Wo wissen die denn, dass ich das bin? Hä? Schaden repariert. Okay. Pultdurchsuchung. Wie lange muss ich denn hier im Einzelhaft sitzen, Alter? Hört ja gar nicht mehr auf. Anpassungsgegenstand freigeschaltet. Okay. Willkürlich Schaden anzurichten ist nicht die beste Idee. Bitte habt mich mein Pult auseinandergenommen. Mein ganzes Klebeband ist weg. Ich bin unschuldig. Ich war gerade in Einzelhaft. Ich kann es nicht gewesen sein.
Ja, durchsucht mein Pult. Wieso habe ich jetzt 100? Ja, ich lieg hier zu Hause rum. Das ist Mobbing. Mobbing im Knast. Und ich habe so viel Schaden angerichtet. Oh Gott. Schaden reparieren. Ich bleib hier einzelhaft. Das ist mir egal. Ich bleib hier einzelhaft. Okay. Das passiert, wenn ihr erwischt werdet. In Einzelhaft. Gut. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann sind wir hoffentlich nicht mehr in Einzelhaft. Haut rein, euer Zero Juice.